Hallo, hier ist der Joost. Ja, ich dachte mal, ich werde euch heute mal was zeigen, weil ich habe nämlich auch schon zugeschlagen. Und ja, hier Angebote bis 68% reduziert bis zum 31.07. Ich denke mal, ich werde euch unten den Bökershop verlinken. Das hier mache ich nicht, weil ich davon irgendwas kriege. Das mache ich einfach nur, damit ihr wisst, dass das ist, falls irgendeiner mal nicht diesen Böker-Katalog kriegt. So. Und es braucht mir auch keiner schreiben, du darfst das nicht, weil wir werden das Ding einmal kurz durchgucken. Ich habe nämlich von Böker die Bestätigung mir geholt. Ja, heutzutage muss man das ja machen. Oder zumindest wäre es schlauer. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um Böker. Spezial Frühjahr, Sommer 2019. Ich denke mal, viele werden den haben, aber viele auch nicht. Und ich muss sagen, also die haben wirklich gut reduziert, finde ich. Also ich hätte mal gesagt, dass ihr, ja, wer Bock drauf hat, hier auch, ne? Zack, Speedlock. Ja, dass ihr mal bei Böker guckt, weil es steht auch irgendwo, natürlich nur solange der Vorrat reicht. Und von daher ist das schon cool. Also Böker reduziert ja öfter mal, aber diesmal fand ich es ein bisschen, also wirklich gut runter. Na, hier guck mal hier unten. Zack. Guck, das habe ich auch da liegen. Ist wohl noch so eine Special-Version, aber was habe ich bezahlt? 140, glaube ich. Also ich werde die jetzt einfach mal so durchgehen, dass es nicht zu lang wird. Ihr könnt ja lesen, sobald euch irgendwas interessiert, guckt ihr einfach mal. Hier, das ist auch geil. Turbine. Das sieht ja cool aus, ne? Also, finde ich schon nicht schlecht. Gut, ist nicht alles reduziert, aber es ist viel reduziert drin. Aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wo die Preise da liegen. Das müsst ihr wissen. Ich dachte mir einfach nur, ich teile das mal mit euch. Ja, und es wird auch für jeden was dabei sein, weil jetzt kommen auch Böker Magnum, Spyderco kommen sogar für eins. Sehr gut, ich denke nicht, dass der Miro mein Video guckt, aber wir hatten uns mal unter einem Spyderco Messer unterhalten und das ist jetzt ganz schön runter im Preis gegangen. Vielleicht. Ja. Ist kein Mega-Katalog, also keine Angst, es wird jetzt hier keine, denke ich mal, keine 20 Minuten werden. Hier 99 Euro. Zack. Das sieht auch cool aus. Böker Anso. Hier gehen wir auch mal durch. Pocket K. Ja, was hat das eigentlich? Klingenlänge? 5 cm. Aber gut, ist ein. Wollen wir niemanden verwirren? Ist ja ein Klappmesser. Von daher spielt das eh keine Rolle. Ein Brotmesser. Von Böker. Ja, die haben viel. Viel und alles.
hier auch. Irgendeiner hatte das, wer war das noch? Bernhard Hofbauer? Sagt das obere. Kann sein, oder sieht nur so ähnlich aus. Ist jetzt auch runter. Zack. Messer, Gabel, Schere, Licht. So, hier, das obere. Da bin ich auch stark noch am Überlegen. Zack. Das sieht auch cool aus. Hier aufpassen. Hier steht irgendwas mit der Feder drin. Das ist wahrscheinlich, denke ich mal, dann die ältere Version noch. Hier, zack, auch cool. Überleg mal. 44C Stahl. Zack. Hier die Titan-Variante. Ja, Oculus. Das ist ein Riesenteil, das habe ich schon mal im Böker-Shop in der Hand gehabt. Also der Preis. Ja. Zack. Ja, guck mal, hier können wir sogar doppelt nehmen. Das ist super cool. Das sieht auch cool aus. Ich denke mal, das haben wir auch. So. Natürlich könnte ich jetzt auch einfach sagen, geht doch einfach mal bei Böker drauf gucken. Ohne euch irgendwas zu zeigen, aber ich fand das ganz cool. Ja, die sind auch immer teuer gewesen, ne? Hatte ich auch schon in der Hand bei Böker. Und nicht wundern, wenn mal was angekreuzt ist. Ich bin auch bei ein paar Teilen, wenn ich auch ein bisschen am Überlegen. So, was haben wir hier noch? Das ist eine. Ja, die AK-Varianten. Ja, da oben, da bin ich auch. Mal gucken. Ich lasse da so ein bisschen Glücksfall sein. Das, ja. Das hier liegt da. Zack, geiles Teil. Das hier ist mit AOS 8. Und hier mit Damast. Also. Ja. Cool, cool, cool. Zack, ich mach mal hier so ein bisschen so. Rutsch. Das PSK ist auch so ein kleiner, cooler Knubbel. Zack. So, jetzt kommen wir mal zu anderen Marken. Hook hatte ich ja auch schon mal vorgestellt vom Andreas S. Aus Weidako. Zack. Ja, und hier da, das hatte ich, da hatte ich mal mit Miro drüber gesprochen, 99 €. Das habe ich ja auch. Geiles Messer. Sehr leicht. Ja, aber wie gesagt, denk daran. Ja. Nur solange der Vorrat reicht. Ich ziehe das mal jetzt hier so drüber. Zack. Real Steel. Den Harrier. Ich denke mal, in dieser Geschwindigkeit könnten wir das eigentlich mal so durchziehen. Ne? Und immer noch bei Real Steel. Das scheint mir auch, ich weiß noch nicht, das oder das, sie sind irgendwie auch cool. Da kann man sich schön selber mit Paracord irgendwas drum basteln. SOG. Zack. Ja, da ist ja dieses Tomcat. Das gibt's ja auch. Ja, aber das ist, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, 300 oder was.
Man muss ein krasses Gerät sein. Magnum. Habe ich auch viele von. Also ich denke mal, es lohnt sich. Also ich glaube, jetzt kommt nur noch Magnum. Also wer jetzt nicht mehr auf Magnum steht, ja, zack. Das habe ich ja auch, das ist ein cooles Messer. Leider ist meine Schraube verklebt. Das Delta Whisky. Ansonsten geile Kling, hier kleine, geile Klingform, Griff, passt. Zack, das habe ich auch, das ist auch cool. Flippt sogar gut. Zack. Oh, hier haben wir auch noch welche. Ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu langweilig für euch, aber ich denke mal, wenn man irgendwo mal was sparen kann, warum nicht? Ja, auch für die bunten Leute was. Zack. Also ich find's klasse. Das sieht auch einfach, aber cool aus. Okay. Oh, was für die Frau. Magnum Quint. Das habe ich auch die ganze Zeit schon auf meiner Liste. Mal gucken, vielleicht schlage ich diesmal zu. Okay. So, und haben wir noch? Ist nicht mehr viel. Keine Angst. Das habe ich ja, Hitman. Ja, wenn man mit den großen Daumenpins klarkommt, ist es eigentlich ein stabiler Panzer. Aber der auch schneidet. Also da braucht man keine Angst haben. Ich fand nur die Optik so cool. Gut, jetzt könnte man sich natürlich auch das mit 440C holen, was wir am Anfang hatten. Das hier noch Wurfmesser. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß da nie. Wäre auch mal eine lustige Geschichte, Wurfmesser für mich. Aber man weiß nie, welche wirklich gut sind. Ne? Man müsste das mal irgendwie ausprobieren können oder so. Hier mache ich jetzt eben ein bisschen schneller, weil das nur die Schwerter waren. Oh, was haben wir hier? Neuheit. Zack. Das sieht cool aus. Das habe ich mir schon angeguckt. Das Blaue. Taschenlampen. Ja gut, da sind jetzt Neuheiten. Also ist jetzt nicht. Aber ist egal. Vielleicht sieht einer was. Oh, das war's schon. Das war's schon. Jubiläumspin. Der scheint wohl neu zu sein. Hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Das war's. Ich kann meine Uhr hier nicht sehen. Ich hoffe, ich konnte irgendjemand irgendwas Cooles zeigen. Das war's eigentlich schon. Ich bedanke mich bei euch. Und würde sagen, denkt daran, zack, bis zum nächsten Mal. Oh.